Jetzt ist es uns gelungen, eine junge Landwirtin aus Mecklenburg-Vorpommern ausfindig zu machen, der wir auch gleich noch ein paar Fragen zur heutigen Demonstration stellen wollen. Also sag mal ganz kurz, wo du herkommst und auf welchem Betrieb du arbeitest. Genau, hallo, ich bin Caroline Klutke. Ich bin zurzeit auf dem Landwirtschaftsbetrieb Griebentrog in Steinhagen im schönen Mecklenburg-Vorpommern. Sehr schön. Mit welchen Erwartungen bist du heute hierher gekommen nach Berlin? Ich bin mit den Erwartungen hergekommen, dass ich ganz viele Landwirte aus vielen Regionen sehe und treffe. Ich bin überrascht und auch begeistert, wie viele Leute aus Bayern, Baden-Württemberg hier angereist sind, die gesagt haben, wir sind nachts um 3 den Tag davor losgefahren und haben halt wenig geschlafen und einfach dieses Zeigen, dass wir alle zusammengehören und zusammen stark sind und nicht jeder gegen jeden, sondern alle zusammen und zwar für ein Ziel, für unsere gemeinsame Landwirtschaft. Was muss sich denn in der Gesellschaft ändern, um der Landwirtschaft wieder eine wirkliche Perspektive zu geben? Einfach diese Wertschätzung. Also in Mecklenburg lief zum Beispiel ein Werbespot im Sommer zur regionalen Landwirtschaft. Kauft Produkte, unterstützt eure regionalen Landwirte. Und ich als Landwirtin war davon so begeistert, dass halt jemand mal für uns Werbung gemacht hat. Und auch das Schöne, was jetzt hier gekommen ist, dass man einfach merkt, dass Leute sich freuen, hey, es ist super, was ihr hier für eine Aktion macht. Wir haben hinten Milch ausgeschenkt von der Milchtankstelle von Henk Heringer. Und da waren ganz viele auch echt positiv auch eingestellt und dass man einfach auch mal wieder ein bisschen positives Feedback bekommt und einfach auch das, was wir den ganzen Tag machen, 365 Tage im Jahr, auch gewertschätzt wird. Das ist ja eigentlich das, was wir wollen, eine Wertschätzung. Was würdest du anderen jungen Menschen empfehlen? Ist es noch empfehlenswert, in die Landwirtschaft zu gehen, den Beruf zu erlernen, vielleicht Agrarwissenschaft zu studieren oder ist das eigentlich was, was man niemandem mehr guten Gewissens empfehlen kann? Genau. Auf jeden Fall, die Branche ändert sich. Das ist eine Branche, die unheimlich im Wandel ist, was die ganzen Innovationen angeht. Also alleine, wenn ich mir so einen Trecker angucke, was das für einen Spaß macht, diese Maschinen zu bedienen und auch, ja klar, wir melken noch im Melkstand, aber es wird alles viel automatisiert. Ob wir jetzt auf automatische Karusselle gehen oder automatische Futterschieber, das wird alles viel anspruchsvoller ist auch zu handeln und du musst auch mit Technik gut klarkommen und auch technikaffin sein. Und dann kannst du ganz viele tolle Sachen einfach auch mit verändern. Und die Branche ist einfach so dermaßen vielfältig. Also du musst ja ein Spezi sein für Düngemittel, für Kälberaufzucht, für Milchviehfütterung, für Krankheiten, für Personalmanagement. Wie führe ich meinen Betrieb? Welche Auflagen und Verordnungen muss ich machen? Das ist einfach so ein vielseitiger Job, der vor allen Dingen in der frischen Luft ist. Und es gibt nichts Schöneres, um draußen zu arbeiten. So viel zu den Perspektiven. Ja. Wir können direkt noch dabei bleiben. Am Freitag wird hier die nächste Großveranstaltung in Berlin stattfinden. Mal wieder Fridays for Future. Ja. Was würdest du denen, die dort mitlaufen, mit auf den Weg geben? Ich finde es trotzdem auch wichtig, dass Fridays for Future auch auf die Straße geht. Ich finde, wenn ich Dinge habe, mit denen ich nicht einverstanden bin, dann muss ich das auch sagen. Ich finde aber trotzdem, kommt einfach mal auf die Betriebe und arbeitet einfach auch mal mit und seht, wie Landwirtschaft auch gelebt wird. Und klar, wir müssen Dinge ändern. Müssen wir. Wir haben nur eine Welt. Und ich denke, dass beide Sachen wichtig sind, sowohl Fridays for Future als auch unsere Landwirtschaft. Wir wollen ja auch in der Zukunft noch Landwirtschaft betreiben und das beißt sich ja alles nicht. Und es wird sicherlich auch Wege geben, weniger Glyphosat einzusetzen. Es muss uns halt die Regierung oder die Forschung einfach auch andere Wege aufzeigen. Was gibt es für Alternativen? Ich denke, es ist kein Landwirt abgeneigt zu sagen, ich setze auf weniger Glyphosat oder ich mache eine andere Bodenbearbeitung, wenn sich das am Ende auch lohnt. Dafür sind wir ja alle offen. Ich denke mal, auslernen oder neue Dinge lernen, dafür sind alle Landwirte offen, weil jeder ist ja begeisterungsfähig für Dinge, wenn ich sie einfacher und besser machen kann. Ja. Also gemeinsam können wir die Zukunft gestalten. Ja, auf jeden Fall. Und Fridays for Futures und No Food, No Farmers, No Future, das schließt sich alles nicht aus. Das ist, eigentlich müssen wir uns zusammen überlegen, was wir machen. Das sind wunderbare Aussichten. Ganz herzlichen Dank dafür und eine schöne Heimfahrt ins schönste Bundesland der Welt. Überhaupt. Danke.